Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Table and Beyond. In diesem Video zeige ich euch, wie ich diese Plasmaeffekte gemalt habe. Weiterhin auch, wie ich vorn an den Waffenläufen diese Erhitzungsmerkmale gemacht habe, also diese Verfärbungen. Schaut es euch einfach mal an, viel Spaß dabei. Ich habe jetzt hier grünen Plasmaeffekt gewählt. Das kann man natürlich nach Belieben variieren, blau, rot, orange, egal welche Farbe ihr nehmen wollt. Wichtig ist hierbei nur, dass man im gleichen Farbton drei verschiedene Farben nimmt und die untereinander abstuft. Also eine dunkle Farbe, eine ein bisschen hellere und eine ganz helle Farbe. Und auf dem Prinzip basiert einfach der Plasmaeffekt. Also Farbe nehmt ihr, was ihr wollt und probiert es einfach mal aus. Hier seht ihr, welche Farben ich jetzt verwendet habe, und zwar einmal dieses Escoprina Green, Moon Yellow und Dead White. Die sind alle von Vallejo Air, weil die einfach bei mir in der Airbrush relativ gut funktionieren und deswegen arbeite ich gern mit denen. Für die Verfärbung vorne am Waffenlauf habe ich Jet Brown genommen, Scarlet Red, Imperial Blue und eine Mischung aus Electric Blue und Dead White. Ich beginne jetzt mit Escoprina Green. Dazu gehen wir ein bisschen in Zeitraffer rein. Was jetzt hierbei ganz wichtig ist, dass man wirklich möglichst trocken sprüht. Das heißt sehr viel Luft und wenig Farbe, weil das Problem ist, wenn man hier jetzt auf den Schlag zu viel Farbe drauf sprüht, dann verläuft das alles gleich und es sieht dann danach nicht mehr gut aus. Deswegen habe ich ja auch ziemlich lang rumgetan. Und da bei mir die Plasmapistole jetzt eh schon einen dunkelgrünen Ton hat und ich mit dem helleren Grün drüber gehe, dauert es einfach, bis es auch die Farbe annimmt und dann lieber in mehreren Schichten arbeiten. Hauptsache es verläuft nicht. Da muss man halt jetzt ein bisschen Geduld dazu haben. Hier ist das Ergebnis. Das ist jetzt die erste Schicht. Dann geht es auch schon weiter mit Moon Yellow. Da sprüht man jetzt nicht mehr ganz so großflächig, sondern das wird jetzt schon ein bisschen mittiger gemacht, damit es so einen Leuchteffekt gibt. Also dass es quasi innen hell und außen dunkel ist. Und deswegen darf man jetzt da nicht mehr alles ansprühen. Da auch wieder wenig Farbe, viel Luft. So sieht's aus. Sieht doch schon gleich ein bisschen leuchtender aus. Als letztes habe ich jetzt Dead White benutzt. Und da wird jetzt wirklich nur noch in der Mitte ein Punkt gesprüht. Also nicht mehr viel, sondern wirklich nur noch mittig ein bisschen was reinsprühen. Damit das ist jetzt quasi der richtige Lichtpunkt, der Leuchtpunkt, also die Leuchtquelle. Genau, das war es eigentlich auch schon. So ist der Leuchteffekt entstanden. Mehr Aufwand ist es nicht. Und es ist ein ziemlich gutes Ergebnis, finde ich, für so wenig Aufwand. Jetzt mache ich den Waffenlauf. Ich beginne mit Jared Brown, wobei ich den vorn großzügig einsprühe, auch wieder sehr trocken arbeiten, viel Luft, wenig Farbe. Das ist jetzt quasi so, als wäre der ein bisschen überhitzt und verfärbt durch die Hitze. Wie man sieht, die Farbe verändert sich sehr langsam, also ich sprühe da wirklich wenig Farbe und viel Luft, dass das sehr trocken ist. So sieht es erstmal aus. Als nächstes nehme ich Scarlet Red. Die Farbe mag ich sowieso sehr gern für viele Sachen. Da sprühe ich jetzt vorne noch mal ein bisschen drüber. Und da jetzt nicht mehr über die ganze braune Stelle, sondern das wird schon wieder nur noch eine kleinere Stelle, die ich hier ansprühe. Genau. Dann kommt Imperial Blue. Da gehe ich wieder weiter vorne bloß noch drauf. Also es wird jetzt immer, die Stellen werden immer kleiner, die ich jetzt hier bearbeite. Das gibt jetzt so einen schönen lilanen Effekt. Und das sieht halt richtig aus wie so überhitztes Kupfer oder überhitztes Metall, das einfach so diesen Blauschimmer hat. Also das kennt ihr bestimmt. Jetzt mache ich hier eine Mischung. Ich nehme drei Punkte Dead White und drei Tropfen Dead White und zwei Tropfen Electric Blue. Und da wird wirklich jetzt nur noch die Spritze angesprüht. Entschuldigung für die schlechte Kameraeinstellung. Hier sieht man ganz vorne die Spitze wird hier noch angesprüht. Das ist jetzt so dieser letzte Effekt. Thank you.
sieht doch ganz gut aus. Zum Schluss nehme ich jetzt noch ein bisschen Peel Tongue Green von Citadel. Das ist ein Wash, da gehe ich jetzt hier noch leicht um die Kanten, um nochmal ein bisschen das dunkler werden zu lassen. Um den Lichteffekt nochmal ein bisschen hervorzuheben, wird es einfach jetzt außenrum abgedunkelt. Genau, so sieht's aus. Ich bin ganz zufrieden und es war wirklich wenig Arbeit und mit der Airbrush geht es ziemlich schnell. Also probiert's einfach mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren und gerne auch einen Kommentar schreiben für Kritik oder Tipps und Tricks, die ihr vielleicht auch an mich habt, keine Ahnung. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook und Instagram folgen, die Links sind unten in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!